Schau her, es gibt einige Dropshipping-Mythen, die ich heute mit dir durchgehen und aufklären möchte. Weil ich habe das Gefühl, da draußen gibt es sehr, sehr viele Informationen zum Thema Dropshipping und viele Leute erzählen unterschiedliche Dinge. Und ich kann die Situation, in der du jetzt vielleicht gerade aktuell bist, sehr gut nachvollziehen, weil es gibt so viel Material da draußen und man weiß gar nicht, wer hat überhaupt recht und wer hat nicht recht. Weil du hörst vielleicht von der einen Person eine Information, von der anderen Person hörst du eine andere Information. Und jetzt weißt du gar nicht mehr so recht, wem sollst du auf Vertrauen schenken, wer erzählt überhaupt noch das Richtige und was stimmt denn von den Informationen, die man da draußen eben liest und mitbekommt. Und deswegen möchte ich dir heute diese klassischen Dropshipping-Mythen auf den Weg mitgeben, weil viele Leute erzählen einfach da draußen Quatsch und Nonsens. Ich kann dir auch gleich sagen, warum das so ist, weil diese Leute im Regelfall ihr eigenes Geschäftsmodell verkauft wollen. Also immer wenn dir jemand anderes was schlecht redet oder diesen Vergleich macht zu anderen Geschäftsmodellen, dann ist es im Regelfall so, dass diese Person halt einfach nur ihr eigenes Businessmodell pushen möchte. Ist ja klar. Und wenn ich dir sage, hey, Dropshipping, das ist eigentlich total der Quatsch, mach doch lieber Geschäftsmodell XY, dann ziehe ich ja alle die Aufmerksamkeit, die das Geschäftsmodell Dropshipping generiert, eben zu mir rüber und kann diese Aufmerksamkeit in mein eigenes Marketing oder für mein eigenes Marketing eben nutzen, um die Leute eben zu meinem Geschäftsmodell zu bringen und die vielleicht dazu zu bringen, meine Kurse zu kaufen. Und deswegen produzieren halt viele Leute solche Videos wie Dropshipping ist tot, du hast diese Probleme und rechtliche Probleme und bla bla. Und viele Sachen sind so ein bisschen verzerrt dargestellt. Die sind nicht komplett falsch, aber die sind zumindest verzerrt dargestellt. Und es ist halt nicht immer so 100% der Wahrheit, sondern halt immer nur so irgendwie 80% der Wahrheit. Und sie verschweigen dir meistens den Lösungsweg oder dass es verschiedene Lösungsmöglichkeiten dafür gibt. Aber das ist jetzt mal genug als Vorgeplänkel. Lass uns jetzt mal wirklich starten. Die erste Sache, die ich sehr, sehr häufig höre, ist Dropshipping ist tot. Und das ist natürlich eine vollkommen falsche Annahme oder das ist eine vollkommen falsche Behauptung, weil du musst überlegen, es ist ja nichts anderes als eine Versandmethode. Das heißt ja nur eine Methode, dass du jetzt nicht du die Ware verschickst, sondern eben dein Lieferant und das direkt zum Kunden. Und sowas kann ja nicht tot sein, weil der Kunde, bevor er in einem Online-Shop kauft, weiß er gar nicht, dass er jetzt in einem Shop kauft, der per Dropshipping-Modell eben betrieben wird. Und das heißt, wenn schon, können vielleicht einige Produkte mal tot sein, einige Strategien können nicht funktionieren. Aber come on, das ist in jedem Geschäftsmodell so. Das ist ja klar, dass mit der Zeit sich das Ganze auch wandelt, das System. Das heißt, dass du ja mit der Zeit sich das einfach so ein bisschen verändert. Ja, dass der komplette Markt, die Marktsituation, kann zum Beispiel vergleichen mit so einem Häuserballen. Vor ein paar Jahren war es halt so, ne, dass es ein absoluter Verkäufermarkt war. Man hat extrem hohe Verkaufspreise erzielen können. Die Zinsen waren relativ niedrig, was halt die Leute dazu bewogen hat, die Kredite aufzunehmen, ne, und auch dann die Kaufpreise finanzieren zu können, zumindest über sehr, sehr lange Zeitraum. Jetzt hat sich der Markt gewandelt und ja, wir sind jetzt mehr wieder bei so einem nicht mal mehr Käufermarkt. Eigentlich ist es gerade für beide Seiten unattraktiv, weil ja, die Zinsen sind extrem hoch. Das heißt, es lohnt sich nicht mehr und man tilgt eigentlich im Regelfall immer nur die Zinsen statt das Darlehen an sich. Und eher so, wie sich hier der Markt halt wandelt, wandelt er sich halt auch da. Ja, und deswegen ist es halt super relevant für dich, dass du halt weißt, dass das in einem Dropshipping-Markt genauso ist. Also beim Dropshipping ist es genauso, dass sich dieser Markt halt mit der Zeit wandelt. Und deswegen ist halt die Aussage nicht falsch, aber auch nicht richtig, weil du hast immer Methoden, um im eigenen Online-Shop Geld zu verdienen. Vielleicht halt nicht mit einem Produkt, was vor 5 Jahren mal funktioniert hat, aber dafür halt mit einem anderen Produkt. Aber es ist halt letztendlich eine Versandmethode. Das ist Mythos Nummer 1. Und der zweite Mythos ist, dass Dropshipping ja sowieso nicht funktionieren kann, weil die Produktqualität richtig schlecht ist, weil eh alles am Ende nur aus China kommt. Klar, ist schon so, dass viele Waren aus China kommen, aber du musst überlegen, das Handy hier kommt aus China, das Handy, mit dem du gerade das Video anschaust oder der PC oder der Laptop, kommt im Regelfall auch aus China. Das heißt, das Allermeiste, was wir heutzutage in unserem Alltag nutzen, kommt ja tatsächlich aus China. Das ist ja gar kein Problem, weil China ist ja nicht gleichzeitig Schrott, weil es gibt super viele hochwertige Produkte, aus China kommen, dieses Handy mit eingeschlossen, ne? Ist auch sehr hochwertig. Ja, oder wenn zum Beispiel diese Drohnen von DJI kennt, auch die sind ja super hochwertig. Ne? Das heißt, nur weil eine Sache aus China kommt, ist das ja nicht ein Signal für schlechte Qualität, weil du kannst immer gute und schlechte Qualität haben und am Ende kommt es darauf an, was du verkaufst. Und ich sage immer, Schrott zu verkaufen ist eine bewusste Entscheidung. Keiner verkauft ja zufällig Schrott und merkt dann, ach, die Produktqualität ist doch nicht so gut. Ja, das bedeutet, nur weil jetzt eine Sache aus China kommt, will ich die pauschal nicht so vorverurteilen und sagen, ja gut, das ist irgendwie eine schlechte Produktqualität. Das bitte im Kopf behalten. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, mit EU-Händlern oder EU-Herstellern, wenn nicht sogar deutschen Herstellern zusammenzuarbeiten. Man muss sich halt darauf einstellen, dass die Preise deutlich höher sind. Na klar, die Arbeitskosten sind halt hier oder in der EU und steht halt höher als in China. Das muss man einfach sagen. Und auch die teilweise Rohstoffe sind auch in China eben günstiger. Aber pauschal ist es halt falsch zu sagen, dass Dropshipping eine Schrottqualität ist, weil naja, du kannst dir immer vorher ein
ein Testprodukt bestellen, kannst immer vorher inspizieren, wie ist die Produktqualität, und du bist ja nicht darauf angewiesen, Schrott zu verkaufen, den keiner braucht. Ja, dass du eine Marge machen musst, das ist klar, aber Schrott zu verkaufen, das musst du nicht. Und der dritte Mythos, mit dem ich dir mit auf den Weg geben möchte, ist, in Dropshipping hat man immer lange Versandzeiten und keiner wartet zu lang auf die Produkte. Ist auch Quatsch, weil auch hier kannst du mit schnellen Versandzeiten arbeiten. Es gibt die Möglichkeit, mit EU-Händlern zu arbeiten, die zum Beispiel Ware schon in EU-Lagern haben. Auch teilweise chinesische Händler haben inzwischen EU-Lager innerhalb der Europäischen Union, wo sie direkt verschicken können, wo die Lieferzeit maximal 5 bis 6 Tage ist, wenn nicht sogar weniger. Also in EU hast du in der Regel Lieferzeiten von 2 bis 3 Tagen und aus China eher so 7 bis 10 Tage. Das heißt, auch mit einem EU-Händler kannst du sehr, sehr schnelle Lieferzeiten für dich eben realisieren. Und der vierte Mythos, den ich mir da auf den Weg geben möchte, ist, bei dir kauft ja sowieso keiner, weil es gibt ja Amazon. Und das ist auch leider eine falsche Behauptung, ne? Weil klar, es gibt Amazon, man muss überlegen, bei der Amazon werden häufig Bedarfsprodukte gekauft. Bei Amazon werden Produkte gekauft, wo ich weiß, dass ich sie brauche. Überleg dir, du brauchst jetzt irgendeine Sache, die du jetzt kaufst, schau deinen letzten Amazon-Einkauf an, dann hast du dir vorher Gedanken gemacht, hey, ich brauche jetzt das, dann bist du auf Amazon gegangen, hast gesagt, da könnte ich das am besten bekommen, hast das da gekauft. Du musst überlegen, im Dropshipping verkaufst du häufig Impulskaufprodukte, also nützliche Problemlöser, von denen ich noch gar nicht oder von deren Existenz ich vorher noch gar nichts wusste. Und das ist natürlich ein komplett anderes Level. Beim Bedarfsprodukt bist du immer limitiert auf den Käuferkreis, der sowieso sich gerade für dieses Produkt interessiert. Bei einem Impulskaufprodukt kannst du praktisch jeden, der sich für eine bestimmte Zielgruppe interessiert, für dieses Produkt begeistern. Ja, und deswegen kann man das pauschal nicht so sagen. Es ist einfach pauschal falsch zu sagen, dass Amazon eine Konkurrenz ist und deswegen dort eh alles günstiger ist, weil es funktioniert dann nach einem komplett anderen Prinzip als zum Beispiel eine Facebook, Instagram oder TikTok-Werbeanzeige. Ich hatte nicht dieses Kaufinteresse. Ich komme fürs Entertaining auf TikTok oder Instagram. Zwischen der Story sehe ich ein Produkt, das mich anspricht und dann kaufe ich. Das hatte ich vorher ja nicht vor, bevor ich auf die App gegangen bin. Deswegen kann man das nicht vergleichen und deswegen ist es auch völlig sekundär, was Amazon zum Beispiel für einen Preis hat, weil die Leute im Regelfall von einem Produkt gecatcht werden und die Produkte da auch gar nicht so präsent sind, weil ein Impulskaufprodukt hast du halt nicht im Regelfall als Bedarfsprodukt, weil die Leute ja manchmal von deren Existenz wissen. Und deswegen kann man das nicht in einen Topf schmeißen, auch gar nicht vergleichen. Und man muss da auch gar nicht mithalten mit Amazon, weil du bist nicht Amazon und willst auch nicht Amazon werden, weil Amazon einen ganz anderen Marktansatz hat. Deswegen ist das für dich auch keine Konkurrenz. Ja, und das ist halt eine Sache, die man verstehen muss. Das ist wie, wenn Ferrari sagen würde, ja, unsere Konkurrenz ist Dacia. Das ist ja auch nicht der Fall. Das sind zwar beides Autos mit 4 Rädern. Naja, aber das bedeutet ja nicht, dass sie untereinander in Konkurrenz oder im Wettbewerb stehen. Ja, also man muss da immer ehrlich und fair bleiben an der Stelle. Das waren jetzt die größten Mythen für dich einmal zusammengefasst. Wenn du jetzt dabei gerne Unterstützung hättest, das Ganze aufzubauen, dann melde dich bei uns einfach unter ecomventures.de, wenn du selber einen Onlineshop aufbauen möchtest mit 5- und 6-stelligen Umsätzen, das Ganze so schnell und effektiv wie möglich machen möchtest, dann trag dich jetzt ein für ein vollkommen kostenloses Erstgespräch. Like das Video, abonniere diesen YouTube-Kanal, wenn es dir gefallen hat und wir hören uns im nächsten Video.